Dolby Surround Mixing in Logic 10.7. In diesem Video erkläre ich dir alles Wichtige, was du darüber wissen musst. Geht gleich los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Logic 10.7 ist da und nachdem ich dir gestern eine kurze Übersicht gegeben habe in alle Neuerungen, die seit Logic 10.7 dazugekommen sind, möchte ich heute mit dir in das wohl oder in die wichtigste Neuerung von Logic 10.7 einsteigen und das ist das Dolby Surround Mixing, also das räumliche Mixing. Ich zeige dir, wie du ein Projekt, ein normales Projekt von dir in ein Dolby Surround Projekt umwandeln kannst. Ich zeige dir die neuen Plugins, die du kennenlernen musst, welche internen Logic Plugins geupdatet worden sind auf Dolby Surround 7.1.4 und ich zeige dir, wie du ein Surround Projekt richtig exportierst. Also legen wir gleich mal los mit der wichtigsten Frage und die ist, wie kannst du ein Projekt, ein normales Projekt von dir in ein Dolby Surround Projekt umwandeln? Und das ist wirklich in Logic richtig easy. Du gehst einfach hier hoch, gehst auf Mix und gehst dann auf Dolby Atmos. Das klickst du an, dann kannst du hier 3D Audio einschalten zunächst mal, das ist Dolby Atmos. Und hier kannst du noch auswählen, was du möchtest, welche Art, das ist 7.1.2. Das war's jetzt schon und du siehst jetzt im Mixer, dass sich zum einen mal die normalen Stereo- oder Mono-Outs umgewandelt haben in ja, Surround-Kanäle. Und was du hier noch siehst, ist, dass dein Master hier zusammengerutscht ist. Eigentlich hast du hier einen Master und VCA-Fader. Dass du hier jetzt nur noch einen Master-Fader hast sozusagen und da ist ein neues Plugin, das heißt Atmos. Und hier kannst du auch schon sehen, diese neue Ansicht, wo du deinen Raum oder deinen Kopf sehen kannst sozusagen und die Räumlichkeit einstellen kannst. Dazu aber später mehr. Wichtig ist jetzt zunächst mal das Monitoring-Format und hier steht 7.1.4. Was bedeuten jetzt diese einzelnen Zahlen? 7 bedeutet die Anzahl der kompletten Lautsprecher, die du hast, also alle, die du insgesamt hast. 1 ist die Zahl für den Subwoofer und 4 ist die Zahl der Lautsprecher, die oben drüber hängen oder die von oben kommen. Das nur, dass du verstehst, was diese Zahlen bedeuten. Und wenn du jetzt tatsächlich so abmischen möchtest in diesem Format, brauchst du natürlich auch alle diese Lautsprecher. Das heißt, du brauchst praktisch so eine Lautsprecher-Delay-Line, nennt man das, glaube ich, nicht im Kino. Aber du brauchst diese ganzen Lautsprecher um dich herum, um so mischen zu können. Das wird bei den meisten im Home-Studio nicht der Fall sein. Und deswegen gehen wir hier auf Binaural. Also wenn du mit Kopfhörern mischen möchtest, was in den allermeisten Fällen der Fall sein wird, mit Kopfhörern Dolby Atmos mischen oder Dolby Surround mischen, musst du hier in Dolby Atmos, in diesem Plugin, auf Binaural gehen. Und das war's dann erstmal schon. Dann kannst du loslegen. Gut, ich habe jetzt hier aus ein paar Loops mir was zusammengebaut. Und wir schauen uns jetzt mal diese Gitarren hier an, wie wir die pannen können. Das ist jetzt natürlich anders als bei einem Stereo-Pan. Du siehst also, hier unten hat sich schon diese Sache verändert und du hast jetzt nicht mehr nur einen Stereo-Pan oder einen Mono-Pan, sondern du hast diese neue Panning-Form hier. Und wenn wir da draufklicken, dann öffnet sich der Surround-Panner. Ja? In diesem Fall heißt es jetzt Surround-Panner. Und mit diesem Pin, der hier oben ist, kannst du jetzt die Räumlichkeit bestimmen von so einer Gitarre. Und da hast du natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten, als wenn du nur einen Stereokanal hast. Also in diesem Fall kann ich das jetzt breiter machen, das Signal. Und ich kann es auch hinter mich fahren. Ja, das können wir jetzt gleich alles mal ausprobieren. Ich mische gerade mal kurz beide Gitarren dieses Projektes hier zusammen. Und zwar mit diesem Surround-Panner. Also Wahnsinn, was du hier machen kannst und ganz wichtig ist natürlich, du kannst das nur mit Kopfhörern hören, muss ich noch dazu sagen, was ich hier mache. Du kannst das jetzt nicht über zwei stinknormale Monitore einfach anhören, sondern du kannst es nur über Kopfhörer hören, dieses räumliche Mischen. Ne? Jetzt ist der Surround Panner aber nicht die einzige Möglichkeit, um Elemente im Mix zu platzieren, sondern es gibt noch eine zweite Möglichkeit und das ist der 3D Object Panner. Den erreichst du, wenn du hier auf Surround gehst, siehst du das? Surround.
Und jetzt gehe ich hier 3D Object Panner. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich, naja, sowas Ähnliches wie den Surround Panner. Und ich kann jetzt hier auch Elemente im Stereofeld rumfahren lassen. Ich kann die breiter ziehen oder enger ziehen, hinter mich ziehen oder über mich ziehen. Und ich kann sogar die Größe dieses Elements verändern. Dazu zeige ich dir gleich mehr. Jetzt könnte man auf den ersten Moment, könntest du jetzt meinen, okay, dieser 3D Object Panner und dieser Surround Panner sind doch eigentlich genau das Gleiche. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es Unterschiede gibt. Logic selber empfiehlt, dass du den Surround Panner eher für Instrumente nimmst, die nicht so präsent im Mix sind, also zum Beispiel Flächensounds, Reverbs, Effekte oder Streicher. Und den 3D Object Panner solltest du eher für Objekte benutzen. Also das sind Drums, das ist Bass, Gitarren und Vocals. Ich habe es in meinem Beispiel ein bisschen anders gemacht. Ich finde, es funktioniert aber trotzdem auch gut für Einzelspuren, dieser Surround Panner. Allerdings haben Surround Panner und 3D Panner noch einen entscheidenden, aber wichtigen Unterschied. Und der liegt im Routing. Wenn du einen Channel Strip mit dem Surround Panner, die Elemente im Stereoraum verteilst, dann wird dieses Plugin oder dieses Element direkt auf den Masterbus geroutet. Das heißt, alle Effekte, die im Masterfader hängen, Kompression, Equalizer, Reverb und so weiter, dadurch wird dieses Signal durchgeroutet. Ja? Also Surround Panner durchläuft jedes Effekt-Plugin im Masterfader. Wohingegen bei dem 3D-Panner, diese Elemente, die du so in Räumlichkeit verteilst, werden direkt auf das Plugin Dolby Atmos geroutet. Das heißt, Channel Strips mit dem 3D-Objektpanner werden direkt in dieses Dolby Atmos Plugin hier geroutet. Das heißt, wenn du möchtest, dass diese Channel Strips auch Effekte durchlaufen, die im Masterfader hängen, dann musst du diese Effekte nach dem Plugin Atmos setzen. Okay, schauen wir uns jetzt nochmal diesen Objektpanner genauer an. Und zwar machen wir das über die Beats. Der hat nämlich noch ein paar kleine Besonderheiten, die ich auch interessant finde. Ich kann jetzt die Beats hier auch mischen wie meine Gitarren vorher, nach vorne, nach hinten. Und ich kann sie auch nach oben mischen. Das siehst du hier in diesem 3D-Panner beim Ear-Level. Das heißt also, ich habe hier Top. Das heißt, ich kann jetzt diesen Drumbeat auch über mich drüber mischen. Und das probieren wir jetzt mal aus. Kann sie auch verkleinern, die Breite hier, ne? Fahren wir mal nach oben. Okay, wir sind wieder gelandet. Sehr schön. Also, ist schon irre, wenn du mit Kopfhörern dir das anhörst. Also, ist bestimmt auch für Menschen im Gaming-Bereich und natürlich auch im Movie-Bereich sehr interessant. Was bei diesem 3D-Panner noch richtig cool ist, ist, dass du die Größe der Elemente hier verändern kannst. Das heißt, ich kann diesen Drumloop jetzt auf gut Deutsch fetter machen. Und das kann ich nicht nur mit einem Drumloop machen, das kannst du mit Vocals machen, mit Gitarren und mit jedem anderen Instrument. Ich lasse ihn also nochmal laufen und drehe hier am Regler Size und dann wird wenn diese Drums hier fetter werden, also größer erscheinen praktisch. Entsteht sogar so eine Art Soundfärbung und das finde ich wirklich richtig krass, weil somit kannst du ein Element fetter machen, ohne Effekte einsetzen zu müssen. Und ich denke mal, dass das dir beim Mischen in vielen Situationen das Mixing tatsächlich erleichtern kann. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist, dass wenn du eine Monospur hast und den Surround Panner hier benutzt oder auch den 3D Panner, dann hast du hier nur einen Puck sozusagen, mit dem du arbeiten kannst. Und wenn du ein Stereosignal bearbeitest, dann hast du natürlich mehrere Möglichkeiten und kannst hier auch rechts und links breiter ziehen und so weiter. Gut, das war's mit Surround Panner und Object Panner und jetzt schauen wir uns nochmal Dolby Atmos an. Denn in diesem Plugin gibt es auch noch einige sehr interessante Sachen, die ich dir gerne zeigen möchte. Wenn ich jetzt hier meine Spuren abspiele, dann wirst du hier gleich in diesem Raum oder in dieser Raumsimulation die Elemente dargestellt sehen.
Ja, und zwar korrespondieren zu dem, was ich hier mache. Also auch hier sehr interessant, finde ich ganz gut, diese räumliche Darstellung hilft mir immer zu sehen, wo ist eigentlich welches Element und mache ich das hier richtig oder ergibt das hier alles Sinn. Dafür ist diese räumliche Darstellung wirklich sehr hilfreich. Schauen wir uns nochmal etwas weiter Dolby Atmos hier an. Das hat nämlich auch noch eine richtig krasse Funktion und das ist hier dieser Binaural Render oder was du hier findest. Und zwar kannst du Objekte jetzt hier auch näher an dich herziehen, in der Mitte behalten oder weiter wegschieben, sodass dieses Objekt eine Art Räumlichkeit bekommt. Das finde ich auch echt ultra krass. Und das schauen wir jetzt mal mit dem Beat hier an. Du wirst gleich merken, um was es geht. Hören wir uns das mal kurz an. Na. Praktisch in the face. Weiter weg. Ja, mal mit den Keys. Weiter weg. Keys sehr nahe. Also auch das finde ich krass. Auch hier kannst du praktisch Elemente näher herholen, weiter wegschieben, was du normalerweise mit Ambience, mit Räumlichkeit, mit Hall machen würdest. Und das kannst du hier direkt über das Dolby Atmos Plugin machen. Noch ein kurzes Wort zu den Plugins. Es sind 13 Logic interne Plugins geupdatet worden, so dass sie mit Dolby Surround zusammenarbeiten. Dabei ist zum Beispiel der Space Designer, fast alle Modulationseffekte, der Limiter, Level Meter, Hals, der Space Designer zum Beispiel und so weiter. Das kannst du alles auf der Seite mit den Release Notes bei Logic nachlesen. Also es sind sehr, sehr viele Plugins geupdatet worden, damit du sie mit Dolby Surround benutzen kannst. Ich zeige dir gleich auch noch ein Beispiel. Und es ist noch ein Plugin dazugekommen und das ist das Gain Plugin. Und hier heißt es Multi-Channel Gain Plugin. Hier kannst du jetzt Gain-Einstellungen machen im Master Fader für deine Kanäle. Das hier steht zum Beispiel für links, rechts und Center. Und hier kann ich jetzt für diese Positionen das Gain separat einstellen. Aber jetzt noch ein kurzes Beispiel. Ich habe ein paar Plugins angetestet, wie die in Dolby Surround funktionieren. Und am eindrücklichsten war für mich das Tremolo-Plugin, was ich richtig cool finde. Und zwar, wenn ich jetzt dieses Tremolo hier einsetze, ganz normal auf meine Stereospur, dann wird die Gitarre hier einfach, wirst du hören, wenn es ganz normal wie im Stereo ist, einfach nach links und nach rechts hin und her wabern. So, wenn ich jetzt dieses Tremolo-Plugin aber in Surround lade, ja, diese Möglichkeit hast du jetzt hier, wie gesagt, nicht bei allen Plugins, aber bei denen, die geupdatet worden sind, dann habe ich hier wesentlich mehr Möglichkeiten. Und jetzt habe ich hier, wenn ich jetzt hier hingehe, habe ich einen Circular Mode, das heißt, ich kann die Gitarre dazu bringen, dass sie um meinen Kopf herumschwirrt und das klingt dann ungefähr so. Ja, wie so ein nerviger Moskito, okay. Und wir können das auch nochmal kurz mit dem Space Designer vielleicht ein bisschen verfeinern. Das wäre dann der hier. Und den machen wir auch auf Dolby Surround. Und jetzt hast du hier, das siehst du hier, diese Balance-Option. Bottom, Top, Front, Rear. Ja, das ist ganz klar hier Dolby Surround-Einstellungen. Da kann ich jetzt auch noch ein bisschen rumspielen und die ein bisschen näher herholen, ein bisschen weiter wegschieben oder den Hall einfach in die Höhe fliegen lassen. Okay, wenn dir die Tipps bisher gefallen haben und du arbeitest viel mit Logic, aber fühlst dich noch nicht ganz so sicher und möchtest noch mehr Tipps, wie du schneller und effizienter in Logic arbeiten kannst, dann empfehle ich dir meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere nützliche Tipps, wie du schneller und effizienter und angenehmer in Logic arbeiten kannst und wie du Logic so einrichten kannst, dass es am besten zu dir passt. Das ist meine Logic Workflow Checkliste, die habe ich dir unten
im ersten Kommentar angepinnt als PDF, kannst du dir runterladen, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen, empfehle ich dir unbedingt. Unten im ersten Kommentar habe ich sie dir angepinnt. Und jetzt kommen wir noch dazu, wie kannst du eigentlich jetzt so ein Dolby Surround Projekt rendern oder wie kannst du es bouncen? Einfachste Möglichkeit ist, wenn du jetzt praktisch nur so bouncen möchtest, dass der Hörer das Projekt mit seinen Kopfhörern räumlich hören kann, dann musst du einfach gar nichts machen. Du belässt hier, das ist nur wichtig, dass du hier im Plugin Dolby Atmos auf Binaural bleibst, also räumliches Hören. Und dann kannst du direkt, so wie du es auch gewohnt bist, einfach jetzt bouncen, so wie du möchtest, MP3 oder was auch immer. Wenn du dein Projekt allerdings als wirkliches Dolby Surround Projekt rendern möchtest oder bouncen möchtest, dann musst du hier auf Ablage und auf Exportieren gehen. Und jetzt hast du hier neue Möglichkeiten, und zwar Projekt als ADM-BWF-Format oder Auswahl als ADM-BWF-Format. BWF, ich weiß nicht, was das heißt, das ist ein WAV-Format für Filme, für Movies. Und jetzt kannst du hier bouncen, was du möchtest. Wahrscheinlich ist das das Projekt. Und wenn du es hier bouncest, dann wird er dir das als Dolby Surround Projekt bouncen. Und du kannst es tatsächlich dann auch so anhören, wenn du diese ganzen Lautsprecher hast, die so positioniert sind. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was hältst du von Dolby Surround Mixing? Ja, im Homestudio oder in so einer DAW, macht das überhaupt Sinn? Wer hört sich das an? Oder bist du da heiß drauf, das zu machen? Vielleicht bist du ja auch, machst du ja auch Game-Musik oder so, für die ist es bestimmt sehr interessant. Oder du machst Filmscoring, das ist natürlich auch interessant. Deine Meinung interessiert mich, was hältst du von diesem Update? Ist das vielleicht übertrieben oder wirst du das tatsächlich einsetzen? Schreib's mir mal bitte unten in die Kommentare. Ich schaue, dass ich dich weiter auf dem Laufenden halte mit den wichtigen Neuerungen von Logic 10.7. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.